Es wird. Hier in dieser Schneise, wo ich sagte, wo wir jetzt gleich reinfahren, wo es schön trocken ist. Hier habe ich einmal so das Band blau-gelb markiert und hier ist so schönes Totholz drin. Und diesen Haufen, der hier so reingeht, den bitte liegen lassen. Ja? Am Weg hier kannst du wegholen, aber der hier so reingeht mit dem dicken Totholzstamm hier, das bitte liegen lassen. Am Ende von diesem Tal mit den beiden großen Robinien steht hier noch eine Ulme, die bitte natürlich stehen lassen, aber die fällt ja auch nicht so einfach um. Und diesen Haufen auch wieder mit blau-oranger Markierung, den bitte hier oben an das Bändchen so ein bisschen querlegen und vielleicht noch hier so ein bisschen das, dieses Reisig damit drauf, dass hier auch nochmal so eine Biotop-Ecke ist. Stubbenrodung. Da sieht es so aus.
Kettenbagger ist natürlich noch besser, hatten wir jetzt nicht zur Hand. Aber der Mann macht das auch gut. Wichtig, dass der Boden dann schon schön abgetrocknet ist. Das ist Tal. Hier ist die vorbereitete Sule. Und hier ist in der Baggerspur schon das Rot wird durchgezogen.